Da war zunächst dieser Typ hier. Ja, das ist. Nun ja, das ist Ludwig der 16. Und dieser Ludwig, der hat das ganz schön verkackt. Warum, erkläre ich dir jetzt. Frankreich war an die Schuldenfalle geraten. Ludwig der 16. lebte an seinem Hof in Versailles in Saus und Braus und kümmerte sich nicht um die Finanzen des Staates. Dies führte zu einer regelrechten Staatsbankrotterklärung und Frankreich war zahlungsunfähig geworden. Am 5. Mai 1789 rief Ludwig der 16. zum ersten Mal nach über 160 Jahren eine Generalvollstandsversammlung ein. Um den Ablauf der Generalversammlung zu verstehen, muss man zunächst die drei Staatsgeneralstände in Frankreich zu dieser Zeit kennen. Im ersten Stand sitzt der König und sein Adel sowie seine Gefolgsleute. Im zweiten Stand sitzt der Klerus und die geistlichen Vertreter der Kirche. Und im dritten Stand sitzt der Arzt, der Handwerker und der Lehrer und auch der Bauer von nebenan. Der dritte Stand macht ca. 98% der Bevölkerung aus und zahlt für 2% der Adligen und des Klerus alle Steuern. Denn Adel und Klerus sind in dieser Zeit in Frankreich von den Steuern befreit. Schauen wir uns die finanzielle Situation im Jahre 1789 einmal genauer an, um zu verstehen, wie es zu der riesigen Krise kam. Die Einnahmen der französischen Krone beliefen sich im Jahre 1789 circa auf 500 Millionen Livres. Die Ausgaben der französischen Krone lagen jedoch bei 620 Millionen Livres, ein System, das nicht lange gut gehen kann. Das Geld der französischen Krone wurde wie folgt ausgegeben. Von den 620 Millionen Livres entfielen ca. 20% auf das Militär, was einer Summe von 124 Millionen Livres entspricht. Rund 50% der Schulden der französischen Krone liefen sich allein auf die Zinsen der bestehenden Schulden aus. Dies entspricht etwa einer Anteil von 310 Millionen Livres. Rund 24% der Ausgaben der französischen Krone bezogen sich auf sogenannte sonstige Posten. Dies entspricht etwa einer Summe von 148 Millionen Livres. Der Hof von Ludwig dem 16. verschlang im Vergleich gerade einmal 6% des gesamten Vermögens der französischen Krone, was aber immer noch einem Anteil von rund 37,2 Millionen Livres entspricht. Als sich die Abgeordneten am 5. Mai 1789 in dem Verhandlungssaal bei Versailles trafen, brachten die Männer des dritten Standes sogenannte Klagebücher mit und legten sie dem König vor. In den Büchern war zu lesen, wie schlecht es der einfachen Bevölkerung eigentlich damals ging. Das Problem daran war nur, dass Ludwig sich für diese Bücher nicht interessierte und eine erneute Steuererhöhung durchsetzen wollte. Ludwig forderte also in den Verhandlungen, dass der dritte Stand mehr Steuern zu bezahlen habe, um Frankreich aus der Wirtschaftskrise zu führen. Er wollte dabei die Steuerbefreiung für den Adel und den Klerus weiterhin aufrechterhalten. Dies passte den Abgeordneten des dritten Standes überhaupt nicht. Sie verließen unter Protest den Verhandlungsraum. Die Generalversammlung in Frankreich war gescheitert. Somit war die Kommunikation zwischen den drei Ständen nicht mehr möglich und Ludwig der 16. hatte es nicht geschafft, etwas gegen die Krise zu unternehmen.